Im Tiergarten Nürnberg herrscht Aufruhr. Die Paviananlage, die ursprünglich für 25 Tiere konzipiert wurde, beherbergt mittlerweile 46 Guinea-Paviane. Diese Überpopulation führt zu zunehmenden Spannungen und Stress unter den Tieren. Eine drastische Maßnahme stand schon im Raum, die Tötung einzelner Affen, um die Gruppe zu verkleinern. Der Stand heute ist 46 Paviane im gleichen Gehege. Das heißt, die Überpopulation hat leicht zugenommen. Wir hatten aber auch eine Totgeburt und ein Jungtier, was verstorben ist. Nun gibt es einen Hoffnungsschimmer. Die Zukunft der überzähligen Paviane könnte in Indien liegen. Ende September wird sich eine Delegation auf den Weg nach Asien machen, um einen Zoo in Gandhinagar im Nordwesten des Landes zu besichtigen. Dieser Zoo könnte Interesse daran haben, einige der Nürnberger Paviane aufzunehmen. In Indien gibt es einen Zoo, der im Aufbau ist, der schon etliche Tierarten hat und sich bereit erklärt hat, mit auch Paviane aufzunehmen und dafür auch ein Gehege zur Verfügung zu stellen mit einer großen Kapazität. Also er könnte nach eigenen Angaben bis zu 100 Paviane halten. Das heißt, wir fliegen jetzt zu dritt nach Indien zu diesem Zoo, um dort A, uns die Bedingungen vor Ort anzugucken und B, mit den Verantwortlichen zu verhandeln, ob die an unseren Programmen teilnehmen wollen. Das Programm heißt, es ist ein Zuchtprogramm, ein koordiniertes. Das bedeutet, dass wir über alle Halter in Europa und dann eben eventuell auch in Indien die Tiere nach genetischen und sozialen Gesichtspunkten verteilen und dort insgesamt eine stabile Population für diese Art erhalten. Doch der Zeitplan ist knapp. Selbst wenn die Reise nach Indien erfolgreich ist, könnte ein Umzug der Affen frühestens 2025 stattfinden. Der Tiergarten hat jedoch Bedenken, mit der aktuellen Gruppengröße in den Winter zu gehen, da die Spannungen unter den Tieren zuletzt wieder zugenommen haben. Warum eine Delegation nach Indien geschickt wird, statt die Tiere ungesehen zu verschicken, auch dafür gibt es Gründe, den Tierschutz. Weil das dauerhafte Leiden von Tieren mit erster Priorität vermieden werden soll. Deswegen wollen wir ja auch hier in der Gruppe eingreifen. Und eine Einrichtung, die die Tiere übernehmen soll, muss gewährleisten, dass sie dort ein gutes Leben führen können, ein normales Leben. Und andererseits, wenn das nicht gegeben ist, dann wäre die Tötung die vorzuziehende Lösung. Eine endgültige Entscheidung wird erst nach der Reise nach Indien getroffen. Bis dahin bleibt es für den Tiergarten und seine Paviane eine unsichere Zeit. Klar ist aber, dass die Verantwortlichen ihr Möglichstes tun, um den Tieren eine sichere und stressfreie Zukunft zu ermöglichen.